06TV wird Ihnen präsentiert von der LVM und ihren Vertrauensleuten. Zusammen für Preußen Münster. Trainer, am vorletzten Auswärtsspiel des Jahres geht's zur Spielvereinigung Unterhaching. Ein Mitaufsteiger, der auch bei 25 Punkten steht, so wie ihr, spricht schon wieder dafür, dass es ein sehr ausgeglichenes Duell werden wird, oder? Ja, das glaube ich wohl. Wie du schon sagst, Haching echt gut reingekommen. Diese Saison spielt ganz stabil, hat eine sehr erfahrene Mannschaft mit vielen Spielern über 30 bzw. sogar schon 34, 35 Jahre alt. Also die schockt so schnell nichts. Die haben schon einiges erlebt und für uns ist natürlich da auch wieder höchste Anspannung angefragt und höchste Leistungsbereitschaft, um da zu bestehen. Was ist das, was Haching stark macht? Ja, sie arbeiten sehr, sehr viel mit Flanken. Das heißt, auch die zwei Stürmer mit Hopsch und mit Fetsch, die warten auf diese Bälle über die Außen. Die müssen wir natürlich verhindern, die Flanken. Sie spielen auch den einen oder anderen langen Ball, auch da mit Kopfballverlängerung, Ablage. Also das ist so ihr Spiel und trotzdem auch sehr fleißig, immer wieder gegen den Ball. Und ja, wir sind darauf vorbereitet. Das Heimspiel gegen Verl am Sonntagabend war so oder so ein starker Auftritt der Jungs und wahrscheinlich dann auch genau das, was man in die letzten Heimspiele des oder die letzten Spiele des Jahres mitnehmen muss. Ich habe es vorher gesagt, wir brauchen unser bestes Spiel, ne, um da zu bestehen gegen Verl. Und das hat die Mannschaft eindrucksvoll bewiesen. Eine ganz klasse Mannschaftsleistung von vorne bis nach hinten. Jeder hat seinen Auftrag erfüllt. Wir haben die Zuschauer mitgenommen, die haben uns mitgenommen. Und ja, dann habe ich eben beim 3-1 auch noch mich gefreut und ein bisschen getanzt. Bei den letzten, oder es ist ein Endspurt jetzt zum Schluss, zwei Spiele kommen noch, da wäre die Frage einig gewesen, ob man da nochmal wechseln muss oder nicht. Dadurch, dass jetzt zwei Spiele ausgerechnet im zentralen Mittelfeld gesperrt sind, seid ihr dann so oder so gezwungen, die Mannschaft nochmal zu überarbeiten. Ja, das ist Wahnsinn im Moment, ne? Uns fehlen echt sehr viele Spieler. Das macht es schwer und zeigt aber auch dadurch, dass wir wirklich immer jeden Spieler brauchen. Du redest da immer davon und wir müssen es jetzt auch umsetzen. Wir leben davon, von diesem Kader, von der Qualität im Kader und das bin ich auch froh, dass es so ist. Trotzdem müssen dann Leute vielleicht auf den Positionen spielen, wo sie mal nicht so oft gespielt haben. Und das macht es dann eben auch schwieriger.